war es ja nicht so, aber wir wissen, dass es einfach ein großes Ereignis jetzt ist und die Öffentlichkeit ist an uns interessiert, nicht nur, was wir jetzt auf dem Fußballplatz machen, sondern gerade auch in unserer Freizeit. Von daher sind eben viele Paparazzis da und wissen, dass wir eben mal bei Starbucks waren oder bei der Kreissparkasse. Und um wie viel Uhr? Ja, es ist natürlich schön zu sehen, wie der Frauenfußball an sich und die gesamte Mannschaft einfach präsent ist, dass wir auf den Titelblättern sind, dass wir wirklich in jeder Zeitung 2-3 Seiten für uns haben. Celia Okuyinu Dambabi, vielseitig und viel gefragt. Inzwischen interessiert die Medien beinahe alles, selbst ihr mageres Freizeitprogramm. Ich war kurz im Supermarkt, falls es noch keiner weiß. Wir wissen ja, also ich meine, nach der WM ist das wieder vorbei. Da interessiert es wieder keinen. Also, wer weiß. Aber, ja, bei dir vielleicht schon, bei mir nicht so. Ich meine, ihr hattet das ja auch anders geplant, ne? Ja. Aber jetzt sitzen wir hier auf meinem Balkon und unterhalten uns darüber, wie wir mit der Niederlage zurechtgekommen sind, anstelle uns darüber zu unterhalten, wie wir gefeiert haben und was jetzt noch für tolle Sachen mit uns passiert sind. Das ist vielleicht die einzige Erkenntnis, die man daraus ziehen kann, dass tatsächlich man nie wirklich bestimmen kann, was im Leben passiert. Man kann zwar Pläne machen, aber letztendlich entscheidet immer noch das Leben, was passiert. Und damit muss man dann lernen, sich auseinanderzusetzen. Wir haben hohe Erwartungen an uns selber. Wir wollen die Erwartungen des Publikums erfüllen. Wir wollen die Erwartungen der Trainerin erfüllen. Und solche, so viele Erwartungen kann auch mal lähmen. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, wenn einmal der Knoten platzt, dann sind wir die beste Mannschaft der Welt. Schöne Bewegung. Birgit Prinz. Jetzt mal durchkommen. Wieder festgelaufen. Nach wie vor. Sie kommt nicht richtig rein in diese WM. Birgit Prinz. Heute beginnt das Ganze hier doch schleppender. Unübersehbare Nervosität. Auch heute hier in Frankfurt im deutschen Spiel. Wir sind Gastgeber, wir sind amtierender Weltmeister und jede Mannschaft, die gegen uns spielt, ist bis in die Haarspitzen motiviert. Und auch darüber hinaus, wie man das gegen Nigeria gesehen hat. Und die machen uns das Leben einfach schwer. Ob das jetzt mit fairen oder unfairen Mitteln ist, interessiert hinterher keinen mehr. Tja, es kommt, was kommen musste. Birgit Prinz geht. Sie kriegt Beifall. Sie ist selbst ihre größte Kritikerin. Sie hat den Beifall verdient. Fürs Lebenswerk. Hat sich verärgert gerade mit Silvia Knight abgeklatscht. Aber welche Wahl hat Silvia Knight? Wie lange will sie warten? Auch danach. Weil in der Mannschaft ist stets eine positive Stimmung gewesen, auch wenn viele von außen, von den Medien versuchen, uns irgendwas reinzureden, dass wir in einem Jammertal wären oder sonstiges, weil wir nicht diesen schönen Fußball gespielt haben, den die Leute von uns gewohnt waren. Wenn sie halt dann vielleicht nicht mal eine Sekunde gespielt hat, dass sie trotzdem ihren Teil dazu beigetragen hat. Und das ist uns allen bewusst. Und deswegen sind wir auch so im Mannschaftsgefüge ziemlich stabil und können halt dann auch mal Spiele gewinnen, die halt vielleicht nicht ganz so prickelnd ablaufen. Winkelring sofort mit den Anfeuerungssignalen. Jawohl, schön verlängert die Chance. Ja!
Simon Hellander! Deutschland siegt, Deutschland steht im Viertelfinale nach einem spannenderen Spiel, als das vielen lieb war. Es ist die reine Erlösung, die reine Erleichterung. Weil wir immer das Problem hatten, wenn wir Freunde zu Besuch hatten, dann konnten wir keinen richtigen Tisch stellen, weil der relativ schmal ist, der Balkon. Und da bin ich einmal zwischen den Lehrgängen für die Weltmeisterschaft dann nach Hause gekommen und dann haben wir gesagt, okay, gut, wir bauen jetzt hier einen Tisch. Und dann haben wir uns überlegt, was wir brauchen. Wir brauchen einmal eine Abstellfläche für Gläser, wenn wir nur hier draußen stehen wollen. Also das ist hier dann für die Gläser. Und wir brauchen aber auch einen Tisch. Und dann hier unten. So. Und dann kann man hier sitzen. Und da muss ich echt sagen, ich habe den in 3 Tagen gebaut. Und das war die beste Ablenkung von der Vorbereitung für die Weltmeisterschaft, die ich jemals hatte. Ich hätte am liebsten noch 10 Tische gebaut. Ja. Aufgrund dessen, wie wir hier in den letzten 2 Jahren und vor allem in der Endphase in den letzten 3 Monaten gearbeitet haben, hat sich eigentlich keiner vorstellen können, dass wir so in das Turnier starten. Wir haben alle gedacht, nicht, dass es ein Selbstläufer wird, das wussten wir, dass wir hart arbeiten müssen. Aber wir haben gedacht, wir lösen die Aufgaben souverän. Und diese Souveränität, oder wie Silvia das formuliert hat, diese Leichtigkeit, die fehlt einfach im Moment. Und das hat mit Sicherheit vielerlei Gründe. Und die Mädels sagen ja auch selbst, dass es nicht daran liegt, dass da 45 oder 75.000 Zuschauer im Stadion sind. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube einfach, dass wir wollen Weltmeister werden. Wir haben gewusst, dass wir das können, weil wir alle ganz intensiv unsere Hausaufgaben gemacht haben. Aber durch die Vielzahl der Maßnahmen oder der Gegebenheiten des Umfeldes wird es jetzt plötzlich so eminent bewusst. Also das sind dann auch die vielen Zuschauer im Stadion, das sind die 2.000 oder 2.500 Leute auf dem Trainingsplatz, das sind auch die Menschen, die permanent vom Hotel sind, die Fans, die Medien, die eigentlich rund um die Uhr einen suggerieren, ihr müsst Weltmeister werden. Und ich glaube, dass die Summe dieser vielen Ereignisse einfach verarbeitet werden muss. Und das war am Anfang nicht so klar. Und hinein mit der Flanke. Gut gemacht! Tor! Und sie ist die Richtige dort. Am Elfmeterpunkt Inka Grings. 3, 4 Schritte. Inka Grings. Und Tor! 3:1. Inka Grings im Strafraum. Wartet. Gut abgelegt. Und der Schuss und das Tor! 4:2. Okuyino Danbabi. Schluss aus. Deutschland gewinnt mit 4:2 gegen Frankreich. Und die große Erleichterung ist dort unten zu spüren. Durchschnaufen, zurücklehnen. Deutschland freut sich als Gruppensieger auf das Viertelfinale in Wolfsburg gegen Japan. Gar nicht, wo ich anfangen soll. Mann, du musst regelmäßig kommen, ja, ich, oder selber du bist doch jetzt in Franken. Na, au, mach ich schon manchmal. Nachzupfen. Aua. Aua. Halt die Klappe. Also, Celia könnte man die Eisbox holen. Aua. Au.
Ich wollte so gerade Schnauze sagen. Ja. Oh ne. So. Jetzt hab ich nur noch einmal, ja? Du musst nicht so schreien, ich höre gut. Ja, Mäuschen. So, steh mal bitte auf. Matze, steh mal auf. Oh. Okay. Jetzt mach weiter. Ich bin schon angeguckt. Guck mich nicht so an. Okay, warte. Ja. So sehe ich das nämlich besser. Gut, wir sind fertig. Darf ich noch dein Bart? Jetzt kommt wirklich die Phase, in der wir auch viel zu verlieren haben. Man kann natürlich versuchen, das alles wegzureden und zu sagen, ja, der Druck kommt nur von außen und wir haben keinen Druck und alles easy. Aber das sieht in der Praxis einfach wirklich anders aus. Es ist einfach im Hinterkopf und du kannst es einfach nicht ausschalten. Und das ist eine Situation, die wir alle zum ersten Mal erleben, dass der Fokus so groß ist und damit muss man sich auch erstmal auseinandersetzen. Sie sich da das Knie hält. Das wird hier ein richtiger Krimi in Wolfsburg. Schmidt auf Laudea. Guter Pass. Endlich mal wieder einer, der ankommt. Laudea. Karel Frikes. Immer noch Karel Frikes. Legt den Ball zurück. Komm, aufstehen, aufstehen, mach mit da am Stadion. Drei Minuten noch. Alle springen sie auf jetzt hier um uns herum. Keiner gibt die deutsche Mannschaft auf. Warum auch? Noch drei Minuten. Nochmal Behringer. Vielleicht der 30., 35. Ball aus einer Standardsituation in den Strafraum hinein. Dann Babi. Ja. Wieder wird's nicht. Bis jetzt ist das 0-1 zu tun. Aber noch läuft diese letzte Minute der Nachspielzeit. Die letzten 30 Sekunden. Schmidt, Behringer, Alexander Popp. Und jetzt ist das Spiel aus und Deutschland ist raus aus dem Turnier. Thank you.